Ui, ui, ui. Willkommen im Finale, meine Damen und Herren und meine Vorgesser. Was wollten Sie sagen? Du bist in der Zitadelle, Mann. Der erste Ghoul. Und ich werde folgen. Sehr gut, sehr gut. Und wir mal, ob die wieder die Frau finden. Die Mrs., wie auch immer sie heißt. Goss. Goss. Goss hat sie geheißen. Ob die wieder hier ist jetzt? Ich wüsste nicht, wo sie sonst sein sollte. Oder ob sie einfach verschwunden ist. In Megaton war sie auf jeden Fall nicht. Vault 101 werden sie vielleicht sonst noch zurückgeschickt, die Begleiter. Aber ich glaube, wir haben alles, was wir brauchen. Wir sind voll repariert, Ausrüstung ist voll repariert. Wir haben Fokus mit uns. Unten ist schon die ganze Mannschaft versammelt. Wo war der Raum, wo sie drin war? Hier war der Raum. Hey! Ich hatte so ein Gefühl, dass Sie zurückkommen würden. Brauchen Sie weitere Unterstützung? Ich würde wirklich gerne mitkommen, aber solange Sie mit jemandem reisen, der nicht in der Bruderschaft ist, kann ich das Risiko nicht eingehen. Ah, dann verpiss dich. Dann weg mit dir. Okay. Wir nehmen den Riesen Supermutant mit natürlich. Ich meine ja nur, je länger wir hier rumsitzen, desto mehr Zeit haben sie, ihre Verteidigung zu stärken. Wir sollten sie so bald wie möglich angreifen. Wir haben kaum genug Leute, um die Zitadelle zu verteidigen. Wir haben das schon öfters besprochen, Sarah. Also warten wir einfach so lange, bis wir die Nächsten auf der Liste sind? Wenn die Pride jetzt reingeht, haben wir vielleicht eine Chance. Und wenn es schief geht, was dann? Das Risiko ist das Ergebnis nicht wert. Ich sehe das auch so. Ohne das GEEK ist der Aufbereiter für die Enklave ohnehin wertlos. Möglicherweise geben sie schon bald auf. Das gefällt mir nicht. Es muss dir nicht gefallen, Sarah. Du musst nur die Befehle befolgen. Ja, Vater. Sie sind also wieder zurück. Wir hatten schon befürchtet, Sie und das GEEK-Modul wären verloren. Hatten Sie Erfolg? Ausgezeichnet. Damit können wir verhindern, dass die Enklave die Kontrolle über den Aufbereiter erlangt. Was meinen Sie damit? Dann müssen wir uns sofort auf den Weg machen. Falls Sie noch andere Informationen haben, dann raus damit, bevor wir uns mobilisieren. Jegliche Hilfe Ihrerseits kann Leben retten. Das sind gute Nachrichten. Vielleicht können wir das ausnutzen. Trotzdem können wir es uns nicht erlauben, abzuwarten und zuzusehen. Es scheint, wir müssen jetzt handeln. Wenn die Enklave das GEEK hat, werden sie den Aufbereiter ohne größere Probleme starten können. Den Code knacken sie sicher irgendwann. Ich fürchte, wir haben keine Wahl. Wir müssen jetzt handeln, solange wir noch können. Die Pride geht rein. Wir können das schaffen. Wir können gewinnen. Nun gut, Sarah. Die Pride greift an. Aber ich möchte euch etwas zusätzliche Feuerkraft mitgeben. Rothschild, ist alles bereit? Was? Das geht nicht. Ich meine, Lee und ich haben die Energieprobleme gelöst. Aber wir haben eben erst die Diagnosetests abgeschlossen. Und? Es sind noch keine Feldtests, geschweige denn Kampfeinsätze möglich. Das Waffensystem ist unkalibriert, das Navigationserkennungssystem offline. Und so weiter. Rothschild, genug! Können Sie ihn zum Laufen bringen? Ehrlich gesagt, ich weiß es nicht. Ich glaube, wir kommen schon zurecht. Und wenn nicht, dann spielt das auf die lange Sicht ohnehin keine Rolle. Also gut, Sarah. Du nimmst die Pride und den Roboter zur Unterstützung. Nimm unseren Besuch hier mit und sichere den Aufbereiter. Ja, Sir. Oh. Bevor wir beginnen, möchte ich, dass Sie wissen, dass mein Vater und ich uns unterhalten haben. Die Pride und ich haben entschieden, dass sie nach allem, was sie überlebt und erreicht haben, Ehrenmitglied der Lions Pride sein dürfen. Wow. Also Glückwunsch. Die Mitgliedschaft bietet ein paar Privilegien, darunter unsere Powerrüstung. Wollen Sie die komplett oder die Aufklärungsrüstung? Komplett. Sicher doch. Hoffentlich verleiht sie Ihnen einen zusätzlichen Vorteil. Okay. Glauben Sie, dass Sie das durchhalten können? Ich hoffe, dass die auch gut ist und ich bin überlastet. Ah. Das höre ich gern, Soldat. Haben Sie alles gepackt? So schnell kommen wir nämlich nicht mehr hierher zurück. Ich bin bereit. Okay, seien Sie unbesorgt.
Sie haben die ganze Pride im Rücken und außerdem diese riesen Blechdose. Sie in Sicherheit, bis wir den Aufbereiter erreicht haben. Tod bringen sie uns nicht viel. Und lassen sie sich von dem Ding da nicht niedertrampeln. Ja, das ist die größte Sorge. Okay, gehen wir alles noch einmal durch. Die Pride steht hinter mir. Unser Ziel ist das Projekt Purity. Aber solange diese Energiefelder aktiv sind, kommen wir in die Anlage nicht hinein. Rothschild und Lee meinen, dieser Roboter müsste die Energiefelder durchbrechen können. Wir geben also Feuerschutz. Wir bleiben dem Baby auf der Pelle, halten den Gegner von ihm fern und sorgen dafür, dass es sein Ziel erreicht. Nachdem die Energiefelder ausgeschaltet sind, gehen wir direkt in die Anlage. Mit dem Roboter halten wir sie auf Trab, während wir reingehen und den Kontrollraum sichern. Wir müssen schnell handeln, bevor unsere Chance vorbei ist, sie zu überraschen. Holt alles noch notwendige Material. Wir treffen uns im Außenhof. Wenn wir damit fertig sind, gebe ich allen ein schönes, kaltes Glas Wasser aus. Aber kalt? Los! Kalt! Okay, Rothschild, werfen Sie ihn an. Pride, vorrücken! Kalt. Nicht mal warmes Wasser. Kann ich meine Ausrüstung jetzt mal machen? Bin überbelastet. Okay. Ich muss von Autos fernbleiben. Ich muss hinter ihm bleiben, dass er mich nicht niedertrampelt. Und das, oh, ich kann gehen, der amerikanische Traum. Ist so wenig wie möglich zu tun, um reich zu werden. Das ist der amerikanische Traum. Stärke plus 2 Bewegung, minus 2 Strahlenresistenz. Das ist der. Das ist ein Dreck. Hat mir nicht mal was Gutes gegeben. Kann ich es reparieren damit? Ja. Okay. Wir gehen mit Focus weiter. Willkommen. Hören Sie, wenn wir erstmal den Aufbereiter erreicht haben, können wir reden. Jetzt ist wirklich nicht der richtige Zeitpunkt dafür. Okay. Okay. Cigar, Cigar. Oh. Nice. Ja, wird er nicht runtergelassen oder wird er runtergelassen jetzt? Ah, oh, ich hoffe, das Ding killt mich nicht, ehrlich. Wäre nicht cool. Nicht zu viel Money. Wird mir wahrscheinlich ein Stealth-Bow aktivieren. Und ich hoffe, das Ding wird nicht kaputt. Nein, sonst werde ich den neu laden. Es geht ja darum, dass ich nicht sterbe. Wir gleich mal einen Stealth-Bow rein. Okay. Man sollte immer im Hier und Jetzt leben. Wen schießen wir dann? Alter, kannst du vorausgehen, bitte? Okay. Okay. Das Ding macht mir Angst. Ich würde das lieber ohne Liberty Prime machen. In Fallout 4 will ich nicht mit Liberty Prime arbeiten. Das Einzige, was mir wirklich Angst macht, ist dieser Typ hier. Der war bloß. Als ich gewesen. Verdammt, das wackelt. Verdammt, das wackelt. Ah, Paladin Vargas. Okay. Ich sehe kein Health Bar auf den Typen. Überraschen, wenn man viel freezen würde.
habe eine Bombe geworfen. Ich hoffe, irgendwas. Ich hoffe, ich werde nicht morgen geschattet. Wäre nicht cool. Okay. Das macht er beim Spiel gerade gar nicht. Ich schaue dazu. Ich bin beim ersten Mal spielen, glaube ich, vorausgerannt. Also, dass alle Autos brennen. Schaut die Damen wie, what the fuck soll ich da tun? Ob es leckt. Ich bin nicht gefroren, das ist schon mal gut. Oh boy. Mach ihn weg, bevor er irgendwas wieder hochjagt. Explodierende Autos. Mist. Oh, ich hasse es. Hast du eine Tesla-Rüstung für mich gehabt? Wo auch immer der hin ist. Ich sehe gar nichts. Ah, Fokus sehe ich. Kann nicht mehr so weit zielen. Was schießen wir? Oh, Black. So, ich glaube, das war's. Ich wusste, dass es das nicht backen wird. Was jetzt? Verdammt. Das war so klar. Hm. Das Spiel so schließen. Das war so klar. Okay, wir sehen uns in der Sekunde wieder. So klar. Oh, verdammt. Was für eine Bestrafung. Ich hab das vor der Anfrage. Ich muss so viel wie möglich dazwischen speichern. Weil ich bin mir fast sicher, dass das locker nochmal passieren könnte. Okay. Weiter, Großer. Geh weiter. Ich könnte alleine nach vorne sprinten, aber das wäre auch Selbstmord. Okay, doch. Oh, ich will einfach so viel wie möglich speichern, dass ich nicht nochmal beim nächsten Freeze da durch muss. Und lasst uns ehrlich sein, das Spiel freest so oft, über bei allem was explodiert, dass es mich nicht überrascht. Ich könnte nicht anzielen. Okay. Was zum Teufel explodiert hier? Paladin. Oh, Heckenschützgewehr. Cool. Die gute Rüstung und Money. Hindernis ermittelt. Zusammensetzung
Emissionsbehinderungspotenzial 0%. Okay, den will ich speichern gleich mal. Da habe ich das letzte Mal gespeichert. Krass. Hat Jericho noch gelebt. Jericho. ich sollte aufhören zu heulen hier. Okay. Oh, wie lange dauert denn das? Und schon noch weiter. Okay. Ich weiß nicht mehr, welche Autos schon exportiert sind und welche nicht. Was zum Teufel war das gerade? Oh, ich sollte mich mit Buffard und Maddox gleich endlich vollhauen. Wie viel habe ich davon? Genug. Ja. Das ist eigentlich eine gute Taktik. Hört auf! Ja, ist zu bombardieren. Demokratie ist Wahrheit. Kommunismus ist Tod. Oh, Tesla ist da. Kann ich reparieren, oder? Nein. Das kann ich reparieren. Den Helm kann ich wegwerfen. Einer für alle und eine für einen. Das wird doch wieder klitschen wahrscheinlich. Ja, diesmal habe ich schon gewusst, dass es passiert. Hört auf! Ja, ist zu bombardieren. Geh weiter. Nee, du glitscht. Gar nicht zum Blickfeld. Oh, nicht auf mich draufsteigen, bitte. Soll ich das überleben? Was schießt du? Da ist nichts. Darauf komme. Da ist es letztens gefreezed. Sorry für das, aber ich will nicht noch einmal da 5 Minuten mitrennen. Die Lösung wäre einfach, dass es nicht freezen sollte. Dann würde das auch schon längst vorbei sein, dieser Fight. Okay. Was ist der Inbegriff eines Fehlschlags? Die Freiheit ist das oberste Gut eines jeden Amerikaners. Die Befreiung Alaskas steht kurz bevor. Alaskas? Oh, ja. Da hat's letztens geleckt. So viel Spaß, nein. Eigentlich zitter ich nur. Wie schaut meine Tesla-Rüstung aus? Voll, okay.
Oh, schreckt mich der Typ. Mach weg den Typen da. Na, ja, geht doch. Ist der Tod eine willkommene Alternative? Hindernis ermittelt. Zusammensetzung Titan-Legit. Mach ihn weg, mach ihn weg. Nice. Perfekter Schuss. Und noch ein perfekter Schuss. Clean runtergeschossen. Wo ist der Typ? Gott, da kann ich die Schrotflinte ansetzen, wenn der da drinnen herkämmt. Ich habe da gerade keinen Schaden genommen. So, das. Oh, ah, ja. Oh, Medics weg. Vielleicht noch eine Ladung. War vor dem Zug auch schon. Geil. Nicht. Wo ist der Fette? Ah, ja. Das ist ein Auto. Nice! Und es explodiert wieder alles rundherum. Okay, machen wir die Typen weg. Nehmen wir meine Rüstung. Wo ist der Treffer? Habe ich nicht abkassiert. Ich schätze einfach mal, dass ich reparieren kann. Oh, Luca Cola. Schön reparieren. Was hat mir gerade explodiert ist. Revidierte Taktik. Photonenresonanzüberlagerung wird initialisiert. Mach es. Bevor da noch was glitscht. Nochmal speichern. Nochmal speichern. Ich habe schon zu viele Freezes in diesem Spiel gehabt. Viel zu viele. Mit der legendäre Gusty Freeze. Der arme Mr. Gusty Freeze. Wo ich dachte, ich bin tot. Nein. Rumdorf hat normal nicht so viel Schaden gemacht. Okay, durch mit dir da. Sehr cool. Hopp. Captain Dusk ist fast am Ende. Nein. Aber wir brauchen noch eine kurze Pause. Ja. Nach vorne weiter, Team. So, 40, ich nehme die Chance. Neben. Stop!
Er kommt auf uns zu, der Roboter. Ich geh einfach rein. Oh. Sie ist sogar mit in der Partie. Habe ich den jetzt nicht getroffen? Echt jetzt? Sind viele Typen drin. Ich lasse eine Nuka-Pole-Granate reinwürfeln. Da habe ich ein paar noch. Sehr schön. So. Ah, da ist Focus. Oder es sind einfach nur irgendwelche zufälligen Supermutanten. Kann auch sein. Geht gerade ab. Ja, das ist Focus, oder? Das ist Focus. Guter Mann, guter Mann. Brav mitgekommen. Paladin Vargas. Okay. Das. Guter Mann. Wollten Sie etwas sagen? Guter Mann. Okay. Nuka-Granaten wir die zwei. Schon wieder da. Ich kann nicht sagen, dass ich überrascht bin. Sie und ihresgleichen scheinen wild entschlossen, alles zu zerstören, was unsere Regierung erreicht hat. Es gibt nichts, was mich diesmal davon abhält, sie zu töten. Machen wir dem Ganzen endlich ein Ende. Da haben Sie sich leider etwas übernommen. Ja, genau. Sie haben diesen Weg selbst gewählt. Bestellen Sie Ihrem Vater schöne Grüße von mir. Ach, mach das selber. Oh, 95. Machen wir zweimal. Wie schaut's mit meinem Leben aus? Gut, gut. Wenn wir noch ein bisschen Drogen nachholen. Psycho, Maddox, Chat, Buffalt. Alles rein. Da ist der Colonel. Hopp, da war der Colonel. Ich sehe nur Feuer. Nur Feuer und Flamme. Oh. Alles klar, Baby. Sehr cool. Oh, Gatling-Laser. Den habe ich gar nicht benutzt. Wollte eigentlich mehr Gatling-Laser benutzen. Und du so, Bro? Ah, warum nicht? Lass dich nackt zurück. Schütt dir recht. Noch ein Gatling-Laser. Mal schauen, ob ich den auch noch reparieren kann. Ich brauche die Loot. Eigentlich bin ich fertig. Eigentlich bin ich gerade durch. Eigentlich habe ich es geschafft. Das sollte das Ende sein. Mm.
Gut, das wäre dann wohl erledigt. Mittlerweile sollte die Pride jeglichem Widerstand da draußen ein Ende gesetzt haben. Dann wollen wir diesen Raum mal sichern. Hallo. Hallo. Dr. Lee? Ist da irgendwer? Hier ist Sarah Lyons. Hier spricht Dr. Lee. Ich bin im Kontrollraum. Mit dem Aufbereiter wir sind stimmt beide etwas hier. Nicht. Was geht hier Bitte vor? Bitte melden. Ich Bitte habe melden. Die Ausrüstung fernüberwacht. Wir haben ein ernsthaftes Problem. Die Anlage wurde während des Kampfs beschädigt. Einiges davon sieht wie zufällig entstandener Schaden aus. Anderes hingegen weist auf Sabotage hin. Es baut sich Druck in den Speichertanks auf. Der Druck muss sofort abgelassen werden, sonst könnte die ganze Anlage explodieren. Um den Druck abzulassen, muss der Aufbereiter eingeschaltet werden. Verstanden? Er muss sofort eingeschaltet werden. Wenn ich die Messdaten richtig lese, dann fürchte ich, dass im Inneren der Kammer ein tödlich hohes Strahlungsaufkommen herrscht. Es tut mir leid. Ich wollte, es gäbe einen anderen Weg. Aber wir haben keine Zeit. Wenn wir nicht sofort handeln, wird der Schaden katastrophal sein. Nun, so viel zum Feiern. Einer von uns wird dort reingehen und das verdammte Ding einschalten müssen. Und wer immer es tut, wird nicht wieder rauskommen. Nicht gerade, wie ich mir mein Ende vorgestellt habe. Wissen Sie? Also, was wollen wir tun? Streichhölzer ziehen? Ach, wir schicken Focus rein. Ich wünschte, wir hätten eine andere Wahl. Aber Sie haben ja Dr. Lee gehört. Wir müssen es sofort erledigen, sonst sind die Konsequenzen unabsehbar. Einer von uns muss da jetzt reingehen. Wir haben doch Focus right hier. Wir haben doch Focus da. Da, mach selber. Ach, so läuft das also. So viel zum Thema Tapferkeit. Schön, ich werde es tun. Ich brauche aber den Code. Das ist ein Permadeath Run. Ich werde nicht sterben. Okay, verstanden. Schätze, wenn das nicht funktioniert, sind wir so oder so erledigt. Stimmt's? Und viel Glück. Viel Glück? Schön, danke. Bringen wir es hinter uns. Ja. Yep. Oh, schau. Nimmst du Focus mit? Nein? Wir haben keine Zeit zum Diskutieren. Jemand muss jetzt den Aufbereiter aktivieren. Bitte! Oh, sie gibt echt Focus mit. Schau, ich sag doch, der Typ erledigt das. Doch kein Problem. Sie chillt einmal. Ja, warum lässt du nicht Focus regeln? Wenn noch jemand da ist, der Aufbereiter muss sofort aktiviert werden. Es bleibt nicht mehr viel Zeit. Permadeath überlebt. Meine Damen und Herren. Und so geschah es, dass der einsam umherziehende Ward 101 verließ. Auf der Suche nach dem Schicksal eines Vaters, der einst die Zukunft der Menschheit, der seines einzigen Kindes geopfert hatte. Das Ödland der Hauptstadt erwies sich als grausamer, unwirtlicher Ort. Doch der einsam umherziehende erwehrte sich der Laster, den so viele andere verfallen waren. Die Werte, die der Vater seinem Kind mitgegeben hatte, Selbstlosigkeit, Barmherzigkeit, Ehre, führten diese noble Seele durch unzählige Prüfungen und Triumphe. Es sollte bis zum Ende dieses langen Weges dauern, bis der einsam Umherziehende sich der größten aller Tugenden stellen musste, der Aufopferung. Doch das Kind weigerte sich, dem selbstlosen Beispiel seines Vaters zu folgen und ließ stattdessen eine wahre Heldin in die verstrahlte Kammer von Projekt Purity treten und ihr eigenes Leben für das größere Wohl der Menschheit hingeben. Zum Glück weigerte sich der einsam Umherziehende, dem finsteren Präsidenten als Instrument der Vernichtung zu dienen. Die Menschheit hatte sich trotz all ihrer Fehler ihres Weiterbestandes würdig erwiesen. Endlich flossen die Wasser des Lebens wieder, frei und rein. Für jeden,
und für alle. Das Ödland der Hauptstadt war endlich gerettet. Und so endet die Geschichte des einsam Umherziehenden, der durch das Tor von Vault 101 in die Annalen der Legenden geschritten war. Doch die Geschichte der Menschheit wird niemals abgeschlossen sein. Denn der Kampf ums Überleben ist ein Krieg ohne Ende. Und Krieg bleibt immer gleich. Das war mir alles viel zu laut. Viel zu laut. Hey! Hey! Wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. Was passiert, wenn ich weiter drücke? Schauen wir mal. Schauen wir mal, was passiert. Puh. Verdammt viele Freezes und Glitches. Ich kann, glaube ich, eine Glitch-Montage machen. Von den ganzen Glitches, die ich da erlebt habe. Oh. Jetzt kann ich mich auf Fallout 4 und andere Let's Plays fokussieren. Oh. Okay. Wahrscheinlich werde ich wieder mitten in den Fight bei Liberty Prime reingespawnt. Schon wieder da. Okay, nein. Danke. Wir haben es überlebt. Raus hier. Yay! Ich will was anderes machen für, als Abschluss. Dream Studio. Schauen wir mal, ob wir was Cooles hier kriegen, wenn ich Fallout 3 Liberty Prime eingebe. Steps 7 Scale 15. So. Fallout 3 Liberty Prime. Liberty, ich hoffe, das habe ich richtig geschrieben. Thumbnail. Okay. Gib mir was Cooles, Baby. Oh, das dauert ewig. Okay, wir haben das Spiel fertig. Ich weiß gar nicht, was für ein Part das jetzt war. Vielleicht 55 oder so in die Richtung. Es war okay. Ich hätte es gerne mit Mods gespielt. Etwas flüssiger, weniger Glitches. Aber dafür ist Fallout bekannt. Es war überhaupt schon schwierig, dass ich zum Laufen bekomme. Ja, fuck. Okay, warum nicht? Ja, damit. Ich nehm's. Fallout 4. Fallout 3 Thumbnail. Vielleicht probieren wir das nochmal. Ein bisschen weniger hier. Und ein bisschen weniger hier. 4. Machen wir genau 4. Dann ein bisschen weniger Height. So, 3. Dann mache ich da auf 3 noch. Das schaut gut aus, Stream. Dann wird es ein bisschen schneller gehen. Komm schon, gib mir was Cooles. Mach was Cooles. Verfuhr, free. Naja, fast cool. Okay. Oh, danke fürs Zuschauen. Ein Erfolg. Gott sei Dank. Ein wichtiger Erfolg. Und Peace out.